Hallo ihr Lieben und ich heiße euch heute herzlich willkommen zu diesem neuen Kinderwunsch-Update an diesem wundervollen Sonntag, der ja auch zugleich der Ehrentag für alle Muttis ist. Ich habe das Glück, dass ich schon seit 8 Jahren jetzt den Muttertag bereits feiern kann und ja, allen, die da draußen schon Mütter sind, ich wünsche euch auch einen ganz, ganz, ganz tollen Tag heute und ja, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, wird der Muttertag vielleicht auch schon vorbei sein. Ich weiß nicht genau, wann wir es hochladen. Dann hoffe ich natürlich, dass ihr einen super, super schönen Tag hattet. Und dann die da draußen, die leider noch nicht das Glück hatten, bisher Mama zu sein, den drücke ich natürlich weiterhin alle Daumen, die ich habe. Und auch ihr werdet es eines Tages schaffen. Egal, wie hart der Weg ist. Ich habe mir das auch niemals so vorgestellt, dass es dann doch so schwer sein kann, denn kurze Info vorab, bevor ich euch update, wie es im Moment bei mir aussieht. Wir sind jetzt schon seit letztem Jahr September in der Klinik und ja, wir haben jetzt mittlerweile schon Mai. Wer rechnen kann, ist klar im Vorteil. Wir sind schon über ein halbes Jahr in dieser Klinik und durch die ganzen Hürden haben wir bis jetzt aber erst einen einzigen Transfer gehabt. Das ist einfach unfassbar, wie viel eigentlich schief gehen kann, dass es einfach nicht funktionieren will. Die einen Mädels, die haben einen Transfer nach dem anderen, weil sie genug Eizellen haben und es klappt einfach nicht. Die anderen machen jedes Mal eine komplett neue ICSI, weil sie einen Frischversuch machen und da klappt es dann nicht. Und dann gibt es halt auch noch sowas wie mich. Bei mir geht immer Sonstiges schief. Die Schleimhaut ist nicht gut aufgebaut. Ich vertrage die Medikamente nicht oder ich hatte ja auch eine leichte Überstimulation gehabt. Das ist einfach so unfair, dass man halt einfach nicht sagen kann, wie andere Menschen, hey, komm, wir lassen jetzt einfach mal die Pille weg oder whatever und dann klappt's. Ne? Es gibt genügend Menschen, die werden schwanger, ohne es zu planen. Und dann ist es halt einfach passiert. Natürlich freuen die sich meistens auch drüber, aber es ist halt irgendwie was anderes, als wenn man es wirklich von ganz tiefstem Herzen unbedingt will, wenn es wirklich so ein richtiger Seelenwunsch ist und es gerade dann einfach nicht klappen will. Genau. Aber auch wir wollen natürlich nicht aufgeben. Ich habe jetzt meinen neuen Behandlungsplan hier. Ich bin jetzt an Zyklustag 2 wieder. Ich habe heute echt mit PMS zu kämpfen, sage ich euch ganz ehrlich. Aber heute ist Muttertag und das Wetter ist super schön und wir fahren auch heute Nachmittag zu meiner Mama natürlich. Julian fährt gleich zu seiner Mama auch kurz vorbei, um ihr zu gratulieren. Und genau. Und ich muss jetzt heute starten mit dem neuen Medikament und das ist dieses hier. Das ist das Estrifarm. Ich habe ja bis jetzt immer das Proginova genommen und bin damit nicht so gut gefahren. Oder was heißt nicht so gut? Ich bin damit richtig schlecht gefahren, weil ich habe es nicht vertragen. Ich hatte entweder richtig Nebenwirkungen oder es hat halt auch einfach dann in meinem Körper nicht alles so funktioniert, sodass der Transfer nicht stattfinden konnte dann bis auf einmal bei dem, der dann negativ ausgefallen ist. Und ich zeige euch jetzt mal, wie die Tabletten aussehen, denn erstens ist die Packung, finde ich, super klein. Also wenn ich jetzt dran denke, meine Proginova-Packung, die sah halt aus wie so eine Pillenpackung, sage ich jetzt mal. Die war etwas länglicher. Aber als ich das hier in der Hand hatte und das sind 3x28 Tabletten, da denkt man sich so, hä? Aber wenn man es dann aufmacht, dann wird man schlauer und ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das jetzt mache, ob das selbsterklärend ist, aber so sieht das Ganze aus. Da sind auch Wochentage drauf und das rasselt auch so lustig. Habe ich tatsächlich so noch nie gesehen. Also als ich das in der Hand hatte, musste ich erstmal überlegen. Also heute ist ja jetzt Sonntag. Ich stelle das jetzt einfach mal auf Sonntag. Und dann muss man das hier wohl irgendwie aufmachen. Okay, ich habe es geschafft. Doch einfacher als ich dachte. Und dann hat man hier, da, ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt, hier ist es offen. Hoch, Fokus. Da kann man die dann rausholen. Und es ist jetzt so, dass bei mir auf dem Behandlungsplan, da steht hinter Estrifarm extra drauf, dick und fett vaginal. Heißt, man kann Estrifarm auch oral einnehmen. Ich weiß nicht, ob das so dann der Regel entspricht, dass man sonst nur oral einnimmt. Aber die Ärztin hat mir extra
auch ausdrücklich gesagt, dass ich es vaginal einnehmen soll, weil es da dann wohl besser wirkt, weil es direkt da in der Schleimhaut aufgenommen werden kann und da direkt wirken kann, wo es ja auch hin soll. Das Proginova musste ich immer oral einnehmen und ich bin einfach gespannt. Ich werde das jetzt gleich mal nehmen und soll jetzt erstmal eine pro Tag nehmen und dann ab Zyklus Tag 6 soll ich dann zwei am Tag nehmen und muss dann wieder um den 10. Zyklustag rum ungefähr zum Ultraschall. Und ich muss sagen, ich bin schon irgendwie so ein bisschen, naja, leicht nervös aufgeregt, weil ich halt einfach gar nicht weiß, wie wirkt dieses Zeug auf meinen Körper? Werde ich das vertragen? Werde ich es nicht vertragen? Werde ich irgendwelche Nebenwirkungen bekommen, harmlose oder vielleicht auch irgendwas, wo ich sage, damit komme ich gar nicht zurecht? Und vor allem auch, wie wird die Wirkung sich entfalten? Also wird die Gebärmutterschleimhaut sich gut aufbauen oder wird die sich schlecht aufbauen? Ich war halt mal bei einer Vertretungsärztin gewesen, als meine Ärztin im Urlaub war, und die hatte mir das sogar ausdrücklich empfohlen, das zu nehmen, weil sie sagte, sie würde damit sehr, sehr gut fahren und das würde auch viel besser wirken und hätte wohl auch scheinbar viel weniger Nebenwirkungen als das Proginova. Da sieht man, wie unterschiedlich jede Ärztin oder jeder Arzt das handhabt und wie jeder seine eigenen Erfahrungen mit dieser oder jener Tablette hat. Und ja, genau. Und die werde ich jetzt erstmal nehmen. Falls ich irgendwelche Nebenwirkungen oder irgendwelche Sachen feststelle, die ich euch gerne erzählen möchte, die erwähnenswert sind, dann melde ich mich natürlich. Und ansonsten würde ich sagen, kommt das nächste Update dann einfach mit dem Ultraschall. Dann kann ich euch im Nachgang berichten, wie gut das jetzt geklappt hat. Und ja, bei dem Ultraschall wird dann ja vermutlich auch dann der Transfertermin festgelegt. So gehe ich davon aus. Und ja, dann würde ich mich bis dahin einfach jetzt von euch verabschieden und wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag und auch eine ganz, ganz schöne Woche, falls wir uns kinderwunschmäßig nicht mehr hören. Sonst dürft ihr natürlich auch jederzeit in unsere normalen Vlogs reingucken, falls es euch interessiert. Da seht ihr auch hier, wenn ihr mal hier oben guckt in dem Vlog, da könnt ihr auch direkt sehen, wie unser Frühstückstisch heute Morgen aussah. Denn die Kinder und Julian haben sich heute ums Frühstück gekümmert, damit ich einfach mal liegen bleiben konnte. Ich habe sogar Kaffee ans Bett bekommen. Das war richtig, richtig schön. Und ja, schaut es euch vielleicht mal an, wenn ihr Lust habt. Und ja, genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Kinderwunsch-Update. Bis dahin, macht's gut.